Hi, was geht? Da in wenigen Tagen das langersehnte Multiplayer-Update für die PlayStation und Xbox erscheint, habe ich mir gedacht, dass ich euch heute mal 7 nützliche Dinge verrate für einen optimalen Start mit euren Freunden. Wenn ihr auf dem PC zockt, müsst ihr jetzt aber nicht abschalten, da das Video nicht nur für Konsoleros ist, sondern das bisherige Wissen nochmal zusammenfasst, was vermutlich auch auf die Konsolen zutrifft. Worauf ihr im Multiplayer achten müsst und was alles anders ist, erfahrt ihr in dieser Episode. Legen wir los! Erstens, die Zeit läuft immer weiter. Die wohl größte Umstellung im Multiplayer ist der Umstand, dass die Zeit nicht mehr stehen bleibt, wenn ihr zum Beispiel ein Inventar öffnet. Dadurch werden die Kämpfe in der Mine deutlich schwerer, da man sich nicht einfach im letzten Moment eine Pizza zwischen die Kiemen schieben kann, um dem Tod von der Schippe zu springen. Dies trifft übrigens auf alle Oberflächen zu, wo die Zeit normalerweise stehen bleibt, sodass ihr eventuell vor verschlossener Tür beim Händler steht, weil ihr zu spät gekommen seid. Zweitens, Regeneration und Betten. Anders als im Singleplayer könnt ihr euch jederzeit ins Bett legen, um ein wenig Leben zu regenerieren. Das dauert zwar ein bisschen, aber spart gerade am Anfang wichtige Ressourcen. Sollten sich alle Spieler gleichzeitig ins Bett legen, springt die Zeit wie gewohnt zum nächsten Tag. Wobei es egal ist, in welches Bett ihr euch legt und zu wem, was doch zugegeben einer der Hauptgründe ist, zusammenzuspielen. Da es erst weitergeht, wenn alle sich hingelegt haben, solltet ihr es vermeiden, bis nach 2 Uhr herumzugeistern und ohnmächtig zu werden. Was eine gute Überleitung ist zum nächsten Punkt. Drittens, geteilte Ressourcen. Wer sich Freunde auf seine Farm einlädt, muss für ihre Ausgaben aufkommen, da man sich das Geld gemeinsam teilt, was bei einer schlechten Planung zum Bankrott führen kann. Sprecht euch deshalb am besten miteinander ab, bevor ihr große Einkäufe tätigt oder eine Aufwertung für den Hof kauft. Sonst habt ihr zwar als erstes ein Rucksack-Upgrade, aber keine Mittel mehr, um neue Samen zu kaufen. Übrigens gibt es auch keine Privatkisten im Multiplayer, sodass jeder Spieler auf alles zugreifen kann. Viertens, Talente werden nicht geteilt. Neben all den Sachen, die wir kameradschaftlich teilen, existieren wir auch noch als Individuum mit eigenen Talenten. Wie gewohnt können wir diese durch unsere tägliche Arbeit verbessern. Aber Achtung! Der Hofskill kann ausschließlich durch das Ernten von Pflanzen oder Streicheln von Tieren erhöht werden, was unter Umständen den Fortschritt extrem hinauszögern kann, wenn jeder das macht, wie er lustig ist. Das Zauberwort auch hier, Absprachen. Generell ist es empfehlenswert, sich zu spezialisieren, um gut voranzukommen und sich nicht gegenseitig zu blockieren. Womit wir auch bei Punkt 5 sind, der Kraft der Teamarbeit. Wie ihr euch sicher denken könnt, kann man mit den richtigen Leuten und ausreichend Motivation schon früh im Spiel größere Felder anlegen als normal. Doch nicht nur das, der Fortschritt in der Mine ist ebenfalls geteilt, sodass ihr euch als Team geschwind nach unten arbeiten könnt, da man die Treppen so deutlich schneller findet. Sollte sich jemand auf Bergbau spezialisiert haben, bietet es sich an, dass er als erstes das Rucksack-Upgrade erhält, um möglichst viele Ressourcen einzusammeln. Der Fortschritt des Museums sowie zum Beispiel die Reparatur der Brücke sind ebenfalls geteilt, sodass man gemeinsam von den Vorteilen profitieren kann. Ein kleiner Wermutstropfen ist der Umstand, dass Clint immer nur ein Werkzeug gleichzeitig aufwerten kann. Was aber nicht so wild ist im Multiplayer, vor allem da man Werkzeuge auch an andere Spieler verleihen kann, was gerade am Anfang sehr empfehlenswert ist. Sechstens, andere Spieler trollen. Eine der lustigsten Aktivitäten, wenn man mit anderen zusammenspielt, ist es sie zu trollen, was man zum Beispiel hervorragend mit Holzzäunen machen kann, indem man einen anderen Spieler damit umbaut. Sollte dieser nun keine Axt dabei haben, besteht für ihn keine Möglichkeit zur Flucht und euer schändliches Vorhaben ist geglückt. Habt deshalb immer selbst eine Axt dabei, um dem vorzubeugen. Eine andere Sache, die eure Mitspieler in den Wahnsinn treiben kann, sind die Bomben, da sie ebenfalls Schaden bekommen, wenn diese in ihrer Nähe detonieren. Aber keine Panik, es gibt Mittel und Wege, unbelehrbaren Spielern einen Riegel vorzuschieben, was uns zum letzten Punkt bringt. Siebtens, der Host hat die Macht. Wie ihr vielleicht schon wisst, müsst ihr ein kleines Haus bei Robin bauen, um eure Freunde auf eure Farm einzuladen, was aber auch andersrum klappt. Um einen unliebsamen Spieler wieder loszuwerden, reißt einfach sein Haus ein. Alle Items, die das Ziel im Inventar hatte, erscheinen anschließend in einer Kiste auf der vorherigen Position des Hauses. Außerdem trifft der Host alle wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel den Start eines Events. Übrigens ist es empfehlenswert, sich bei der Ostereiersuche vorher abzusprechen, da man sich sonst gegenseitig die Eier wegschnappt und am Ende Abigail gewinnt, was nun wirklich niemand möchte. Alles klar, habt ihr euch alles gut gemerkt? Dann kann ja nichts mehr schiefgehen und ich hoffe, dass ihr jede Menge Spaß habt mit euren Freunden. Bei Fragen schaut doch mal in der Facebook-Gruppe vorbei, die ich in der Beschreibung verlinkt habe. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Motivationsdaumen nach oben freuen. In dem Sinne, habt eine geschmeidige Woche und bis zum nächsten Mal.